the Oscar goes to Noah, dem besten VIP-Praktikanten. Mathesa. Vielen Dank, Isabella. Ich glaube, dass wir beide am Sonntag bei den 90. Oscars leider leer ausgehen werden. Glaubst du echt? Oh Mann. Aber vielleicht gewinnt ja der seidene Faden bei dem besten Film. Wir wissen es nicht, aber Peace. Die letzte Stunde gestalten wir zusammen, Lady Bird. But don't call me by your name, Noah, und nicht Lady Bird, ja? Sonst heißt es für dich Get Out. Oh, das wäre echt ein Horror-Szenario. Stell dir vor, ich ab hier weg und nach Dunkirk. Das wäre krass. Über diese Hammergeschichte würde ich erstmal schreiben und mir eine Verlegerin suchen. Aber wenn das nicht klappt, dann würde ich mir an deiner Stelle 3 Billboards in Ebbing aufstellen. Dann erfährt auch jeder von deiner Geschichte. Trotzdem werde ich wahrscheinlich keinen Erfolg haben, wenn ich gleichzeitig zu Shape of Water laufe. Aber jetzt müssen wir uns erstmal fertig machen für die Oscars, denn jetzt geht's gleich los. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Oscar-Special-Clip. Wir wollen von euch wissen, wer eurer Meinung nach am 4.3. in Los Angeles so richtig absahen wird. Genau, der absolute Favorit dieses Jahr ist natürlich Shape of Water mit 13 Nominierungen. Aber auch beachtenswert ist Get Out, ein Horrorfilm, der in 3 Hauptkategorien nominiert ist. Bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller. Genau, und dieses Jahr wird die Preisverleihung wieder von Jimmy Kimmel gehostet, ja? Und nach dem kleinen Hin und Her letztes Jahr mit der beste Film 2017 hoffen wir, dass dieses Jahr einfach wirklich alles glatt über die Bühne geht. Aber zurück zu euch, macht bei unserem Gewinnspiel mit. Wir wollen von euch schon im Voraus wissen, wer eurer Meinung nach die Oscars in bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Song, alles, was es so gibt, bester Originaldrehbuch. Ja, wenn ihr schon wisst, wer da gewinnen könnte, dann schreibt eure Tipps unter dieses Video in die Kommentare. Bis zum 3.3. um 12 Uhr mittags habt ihr Zeit und wir werden aus denen auslesen, die besten richtigen Treffer haben. Genau, es lohnt sich. Man kann gewinnen einen schönen Abend zu zweit im Kino mit Popcorn, Getränke, Freikarten nach dem Film deiner Wahl. Also macht mit! In diesem Sinne eine schöne Oscar-Nacht und wir freuen uns auf eure Tipps. Und wir lassen uns jetzt auch von dem Glanz der Oscars davontragen. Ein Oscar für mich, danke! Ciao! Ciao.